Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steinegg wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich's vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. So, eine Strecke, 10 Haltestellen. Landwirtschaftszone, Schobergrounds. Also, Landwirtschaftszone ist hier unten, diese. Warte mal. So, also. Neue Strecke. Strecke Nummer 11. Kann ich nicht hin? Warte ich. Ja. Ich will jetzt. Ich muss eh wieder eine löschen. Dann lösche ich die nämlich jetzt raus. Ja. So. So, die machen wir. Nehmen wir die mal rein. Neue Strecke. Ich muss die Strecke erst erstellen. Ja, ich würde es ja gerne stellen. Wenn ihr mir sagen würde, wie. Was ist die hier? Verbinde die hervorgehobenen Haltestellen. Also ich weiß nicht, was der gerade von mir will jetzt hier. Ich muss ja Streckenplanung. Erdgasbus, okay, mindestens ein Fahrrad zu und werde ausgerichtet. Ich muss den Erdgasbus kaufen. Ich muss auf jeden Fall einkaufen. Strecke. Landwirtschaftszone und Industriezone, 3 Haltestellen, okay. Also der will nicht, irgendwie will das gerade nicht. So. Warte mal. Landwirtschaftszone, Industriezone, ne? Also die. 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 Warte mal. So. Industrie. Wie hat er gesagt, mindestens 8 Haltestellen. Und da war die ganz lange Tour darunter. So, jetzt muss ich die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die hier löschen, alle. So, jetzt habe ich schnell Zeit zu gemacht. Ich will sie ja, ich will die ja löschen, alle. Mal Fischgrund, die muss ich ja löschen. Hä? Ach Gott, ich. Haltestelle hinzufügen. Ah, so geht's ja. Ne, oder auch nicht. Hä? Ich will die löschen und nicht. Ach man, leg mich doch am Arsch, Alter. Ja, weg damit. Mein Gott, gib mir mal einen Sack. Ich will's ja gerne fahren. So, also. Dann. So, Kläranlage, die. So, dann haben wir. Industriedings hier. Und das ist Hafen. Scheiße. Oh, leck mich doch. So, also Hafen. Ne, war doch ich das ist so näher. So.
So. Speichern. Genau, das ist. Hä? Doch nicht? Hafenzentrum. Ah, doch, hat er. Ja, doch, hat er genommen. Okay, stimmt. Oben die erste. Gut, dann fahren wir die Strecke. Dann fahren wir die Strecke. Mein Gott, was ein Hin und Her. Ist das nichts für dich, das Spiel? Das ist manchmal so ganz lustig, wenn er dann irgendwie. Das würde ich gerne machen. So, alle mal einsteigen. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte, du kriegst auch eine. Tag, Standard und rein damit. Danke. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Tja. Kläranlage als die Haltestelle und nicht Wasseraufbereitungsanlage. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Manchmal ist das ganz lustig, die Dialoge zu verfolgen, aber nicht nur, wenn es immer die gleichen sind. Ich verfeier mal. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Bitte was? So. Ah, du kannst weiterfahren. Du lässt mich durch. Okay, wunderbar. Von links kommt nichts. Ich muss aufpassen, vorne ist ein Blitzer. Also, du willst die 50 einhalten. Fahren wir Händering auf unseren Gelenkbus. Das ist echt nicht mein Wetter. Müssen wir noch ein bisschen weiter fahren? Jo, kein Problem. Die wollen bestimmt wieder verkacken. Warte mal. Ja, hetz mich nicht. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Ja. Tag, Standard und drucken. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Tag, Senior und gib ihm. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Gut, der lässt uns rein. Sehr schön, danke schön. Eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Den habe ich auch schon 10.000 Mal gehört. Ja, die Dialoge sind leider nicht sehr abwechslungsreich. Sind fast immer dieselben. Hm? Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ja. Keiner will eine Fahrkarte kaufen. Ich glaube, da müssen wir wieder kontrollieren. Wo hab ich denn? Ich dachte, ich hätte. Haha, erwischt. Hier. In meinem Bus fährt keiner schwarz. Und hier ist ein Foto. Wo hab ich. Was? Ach so, hier. Oh, tut mir leid. Der nächste. Ich muss verloren haben. Na klar. Hier. 120 Euro kostet der Spaß mittlerweile. Na klar. Soll ich die auch schon kontrolliert? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft, bis du keine mehr hast. So. Aber wir haben zwei Schwarzfahrer. Hm?
Nee, mittlerweile ist es echt teuer geworden. Mittlerweile zahlt es wirklich 120 Euro. Ja, ja. Also ich habe, als ich da als erstes Mal tatsächlich schwarz gefahren bin, habe ich habe damit 20 gezahlt. Das erste Mal. Das ist aber auch schon gefühlt 15 Jahre her. Och Leute, wegen so Leuten wie euch komme ich zu spät. Ich bin 1,5 Minuten drüber. Ich komme aber auch nicht weiter. Zuckerfabrik ist die nächste Haltestelle. Ernsthaft? Mann. Tut mir leid, ich mach die scheiß Mucke aus. Hä? Das laufen da. Aber manchmal hast du so Leute, die halt dann laut Musik hören oder dann an der Tür stehen bleiben oder sowas. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nichts dafür. Ich stehe jetzt in einer Minute wieder rum und kann nichts weiterfahren. Nee, kann ich nicht machen. Hallo, Vorbild und so. Ich bin ein anständiger Busfahrer. Komm, gib Gas da. Ich bin zwar ungeduldig, aber ich bin vorbildlich. Außerdem kostet das richtig Geld, wenn du einen Fall verursachst. Ich will jetzt mal kurz entgegengeschraubt, das war mal wieder 500 Euro. Ich will jetzt rechts, links gucken, ist fürs für Anfänger. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ha, vor allem mit meinem Bus. Das ist immer ausgeboten. Ja, die Kamera ist nicht ganz so. Hä? Ich hab doch gute 1,5 Minuten und ich hab's noch ganz schön ein Stück da vorne bis zur nächsten Haltestelle. Gut, wenn du Fußgänger fährst, kommt bis mal 20.000 im Los. Das ist mir leider schon ein paar Mal passiert. Da, ich dachte Schlagloch. Die Nix-Haltestelle ist da hinten um die Ecke. Ah, ich bin gespannt, wenn ich die letzten Viertel frei habe. Die ganzen. Nö. Spiel mal nüchtern. Ich weiß nicht, jetzt habe ich gesehen. W70. Eigentlich. Pff. 75. Oh, ich hätte überholt. 75 ist. 75 ist, glaube ich, der Tempo. Ist so das Maximum. Hä? Was denn? Oh, guck mal. Sie schlag auch erwischt. Guck mal, der musste abbrechen. Manchmal wohnen die auch mitten in der Stadt. Ich weiß. Weil ich das weiß. Auf der Landstraße immer 70. Oh, das war so ein schöner Tag. Und da steht so. So, der nächste Halt ist hier. Ja, ein paar Sekunden drüber. Ah, die Hunde. Hä? War alles gut? Seht. Bis dann. Doch, komm nie. Erstmal aussteigen. Eine Fahrkarte bitte. Das wird man jetzt halt gleich kontrollieren werde. Danke. Aber zahlen ist ja alle gut. Ja, da sind welche eingestiegen hinten, ich weiß das. Augenblick. Na klar. Was? Ach so. Aber scheinbar haben alle. Ja, bitte. So, was willst du? Hallo, Mike. Hier.
Den habe ich schon kontrolliert. Ja, alles gut. Na gut, aber das sind wieder Zusatzeinnahmen, ne? Was soll ich denn jetzt zum Essen holen? Wo ist eigentlich der Unterschied? Fastfood ist klar, das ist ja sowas wie das Goldene M, aber Junkfood oder Streetfood? Streetfood ist wahrscheinlich irgendwas, was am Stand an der Straße verkauft wird. Und Junkfood? Keine Ahnung. Ja, würde ich auch sagen. Junk heißt ja so viel wie Müll. Hm? Keine Produktplatzierung bitte bei mir. Ich mache keine Werbung für andere Firmen. Guck mal, ich habe die Zeit wieder reingeholt. Genau pünktlich. Das haben wir nicht kontrolliert gerade. Ich brauche mehrere Fahrkarten. 2 Wochenkarten, das wird teuer. Student. Ah, passt doch, zahlt. Bis jetzt haben sie eigentlich immer passend. Manchmal musst du so 13 Euro zurückgeben oder so. Haha! Hä? Ich habe auch schon 10 Cent einfach gegeben. Das dauert halt alles ein bisschen, ne? Ich habe jetzt was die Liste abgearbeitet. Schon eine Tour müssen wir noch machen. Eine Tour muss ich machen, dann muss ich einen Erdgasbus kaufen. Dann muss ich eine Tour. Oh, ernsthaft? Wie ist das denn? Die. Oh, sorry, ich mach's leise. Das wäre sehr nett. Manchmal ist doch Rollstuhlfahrer auch. Müsste eine Rampe extra rausfahren. Ja? Hm? Ja, alles gut, klar. Ist jetzt Gott sei Dank, ich hab's ja auf realistisch stehen. Ne, alles gut, ich stehe lang genug dran. Also, weit genug weg, kommt man nicht. Jetzt ist deutlich mehr Detail drin als im Feuerwehrsimulator, muss ich sagen. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Ich muss aufpassen, weil der stand ein bisschen fies da vorne. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie noch einen Schaden am Auto zu versuchen oder einen Bus zu verursachen. Weil der wird jeden kleinen Scheiß wird der angerechnet. Ja, die erzählen hier die ganze Zeit über irgendwelche Soaps und so. Hinter der Leidenschaft, ja. Die ganze Zeit. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ich wollte jetzt nachgucken, ob das Ding gibt. Das habe ich tatsächlich noch nie gedacht. Noch nie geschafft. Ich vergesse das immer zu machen. So, es müsste mal gleich die letzte Haltestelle sein. 10 müssen wir, glaube ich, haben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel wir haben. Ne, ist noch nicht. Ich habe eine lange Tour haben wir noch. Wiedersehen. Wie ist das eigentlich, wenn ich einfach stehe, weiterfahre? Kein Einsteiger. Nächste Haltestelle ist das Forschungslabor und dann müssen wir noch eine lange Runde haben. Da sag ich noch eine. Haben wir. Hm? Boah. Nee, gibt es nicht. Ja, aber die erzählen, das ist auch wieder irgendwann wieder Let's Play hochgeladen, Bus Simulator mit diesem Winter der Leidenschaft. Ich weiß gar nicht, ob so auf das Ding hier überhaupt auf Maximum begrenzt ist bezüglich der Haltestellen. Oder einfach mal sagen können, man fährt einfach mal alle hintereinander ab.
Aber ich bin ja nicht der Einzige, der spielt. Ich habe einen gesehen, der hat das mit einer 28 Haltestellen angefahren. Und ich fahre jetzt 10 an. Das macht ja Spaß, Gott sei Dank. Du brauchst eine Fahrkarte. Eine Tagfahrkarte. Standard. Bitte. Ja, kannst du? Danke. Tatsächlich zahlen die mittlerweile alle passend. Ich habe jetzt noch keine größeren Summe Geld rausgeben müssen. Ach ja, das ist die längste. Fischgrün ist die letzte Haltestelle. Ist heute nicht nach Arbeiten. Ja, auch nicht. Komm, ich bleib einfach stehen. So. Ja, schon klar, dass du auf Aussteigen drückst. Den habe ich erwischt. Sag ja, einmal kurz ein Auto abgedreht, 1300 Dollar, Euro los. Aber das war ich auch selber schuld, dieses Mal. Ich bin einfach weitergefahren und der stand doch dort. Tja, bist einfach mal im Bus eingestiegen. So, jetzt kann ich hier schön mit ein bisschen Gas wegnehmen. Gut, die nächste Haltestelle ist jetzt die Endhaltestelle. Die ist nämlich schon hier vorne. Und dann sind wir tatsächlich sogar pünktlich mit der Tour. Upsi, Entschuldigung. Komm, geht die rot oder grün? Grün. Oh, Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Guck mal, das ist der Kollege. Das ist meine Buslinie. Ich habe ja noch 2-3 andere Busse im Einsatz. Ich fahre den hier halt auch irgendwo am liebsten. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Fisch. Ach, sie ist kaum nass geworden. Einmal aussteigen. Keiner lässt sein Müll hier liegen, das ist sehr gut. Dann kommen wir zurück zum Depot. Jetzt habe ich also den Bus noch weg und dann sind wir durch mit der Tour. Das war die weite Tour, ja. Na komm. Das ist ja nämlich keine Tour mehr dran. Das ist Linie 11 oder so, glaube ich jetzt. Aber ich kann mit dieser Außenansicht nicht fahren. Ich fahre lieber hier diese Cockpit an sich.
So, bin ich jetzt im Depot. Muss jetzt hier rechts sein. Und jetzt ausgerechnet wird die scheiß Ampel rot, weißt du? Dann sind wir Level 9 und dann schalte ich, glaube ich, den nächsten Bus frei. Hm? So, fertig. Hilfe, lass mich raus. Geschafft. Ich habe so einen Fall da. Haben wir mit 14.000 eingenommen. Neuer Bus. Gut. Streckenplaner. Dann haben wir den nämlich auch weg. Und das machen wir in der nächsten Folge da hinten.